Jungle ist so ein Freifahrtschein für Elo, ey. Wenn die Rolle nicht so langweilig wäre, ne? Das ist der absolute Elo-Freifahrtschein, diese Rolle. Who's that Pokémon? It's No Way for You! Viel Spaß mit dem Video und meinem neuen Partner, Razor. Ist Anivia durch Skarner nicht wieder spielbar geworden? Ist Anivia durch Skarner spielbar geworden? Was? Skarner ist ein Skorpion. Skorpione sind anfällig für Frost. Anivia ist ein Eisvogel. Na klar! Ah, entschuldige, dass ich das wieder nicht gesehen habe. Sorry, Leute. Sorry. Anivia ist ja ein Eisvogel. Was war dein Most Hyped Champ Release? Hawaii, würde ich sagen. Hawaii ist sehr, sehr cool gewesen. Kannst du vielleicht mal Ceri spielen, wenn sie reinpasst? Ich kann es probieren. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Champion-Pool bis jetzt. Also ich glaube, damit können wir auch climben und erfolgreich sein. Hat es eigentlich lang gedauert, dass du als Streamer groß wurdest? Wie waren deine Zuschauerzahlen die ersten Jahre? Boah, ich weiß nicht, ob man das nicht nachschauen kann. Ich glaube nicht, dass ich das noch genau wiedergeben kann, weil das ist jetzt ja 9 Jahre her. Ich glaube, ich hatte relativ schnell, war ich so in der Schwelle, wo ich um die 100 Zuschauer hatte. Und in dem Sektor habe ich mich dann bewegt. So, wo ich so zwischen 100, 300 Zuschauer oder so war. Weil ich hatte halt einen Namen in der deutschen Szene. Ich war damals relativ gut und ich hatte viel Support innerhalb der deutschen Szene, wisst ihr? Silphy hatte dich doch stark gewünscht. Ich hatte mehrere Leute, die mir sehr geholfen haben am Anfang. Satan war ein großer Name, Bröki, Silphy, Elotrix, die haben mir alle sehr geholfen, aber auch viele andere Leute, die damals schon aktiv waren. Sola und Johnny zum Beispiel waren damals, glaube ich, auch schon am Hustlen, wenn ich mich nicht täusche. Carsten hat dir geholfen. Ja, Carsten hat mir damals, weil ich damals war ich ja, also finanziell ging es mir ja damals gar nicht gut und Carsten hat mir ab und zu so einen 50er zugeschoben. Also als damals hatte ich noch Donations an bisher. Der war ab und zu im Chat, hat gute Laune gemacht und hat ab und zu mir mal so einen 50er zugesteckt. Das Gucker oder eigentlich verfehlen. Was ist das hier? Wieso sehen die Animationen so weird aus? Ich finde den Skin auch potthässlich, muss ich sagen. Eigentlich müssen wir Toplane helfen beim Reinpushen. Der Mumu sollte hier irgendwo Botseite sein. In der Theorie. Ist noch kurz nicht in. Okay, das ist Impossible Challenge, I guess. Absolute Impossible Challenge auf der Toplane. 2 Solo-Tode bis Minute 4. Respekt. Oh, die Botlane stirbt, obwohl wir wissen, dass er da ist. Come on, guys. Ich meine, das sollte sie retten, was ich gerade gemacht habe. Das sollte sie retten. Wenn sie jetzt nicht intet, sollte sie das retten. Wir müssen die Goobies dringend bekommen, ne? Er hat 2 Minions verloren. Safe ist sie jetzt gerettet. Sag mal, also wie schlecht muss man sein, um nicht zu verstehen, was ich da gemacht habe? Das war eine Frozen Lane. Das Game war komplett over für Top Lane. Ich habe ihre Lane unfreezed. Deswegen kann sie jetzt das Spiel wieder spielen. Fuck, bin ich da noch weg? Ah, wohl, der fahren wir eh da. Das Game ist echt, das ist ein hartes, Leute. Das ist leider schon wieder ein sehr, sehr hartes, ey. Ach du Scheiße. Ja, nicht schimpfen, aber dein Pathing ist nicht so effizient. Ja, ich habe auch ein hard losing Team. Weißt du, du kannst jetzt nicht super effizient pathen, wenn dein ganzes Team losing ist. Ey, unser Toplaner ist 4-mal solo gestorben, oder was? Ja, schon krass. Wir haben den Drake. Midlane ist noch okay. Botlane ist auch nicht okay. Weil der Blitzcrank relativ viel von den Kills hat, I guess. Kann hier Time sein. Ganz gerade mit den Intigen Solo Lanes, ha? Huh? Muss den Blue nehmen. Vision hier leider. Können wir uns vielleicht hinter Botlane stellen oder so? Na, Goobies sind halt auch da. Vielleicht können wir Goobies spielen. Ja, Blitz ist halt da. Ist auch schon Top-Seite, leider. Okay. Es ist wichtig, den da zu kicken, weil sonst kann er uns double ulten, ne? Und dann wird's schwer. Wir müssen nur 2 von den Dingern bekommen, damit die für Fiora halt nicht die alle Goobies haben, ne? Wenn Fiora alle Goobies hat, dann. Also, die reißt ja so schon Pearls instant ein.
3-3. Also 5 Solo-Tode mit Ignite-Driven Top ist aber schon eine Ansage, ne? Oh mein Gott. Man kommt immer so schön. Okay, Puppen auf. Er wird jetzt den Herald bekommen. Wir können vielleicht wieder unten gehen. Wir haben 2 Drakes, das heißt, wir haben eine Wind-Condition. Resetten und Topside down. Thunder Sky ist unsere nächste Wahl. Die Viper Cages können sehr nice sein für uns später hier. Games sind hart heute, ja, aber das macht doch Spaß, oder? Richtig schön schwere Partien hier. Nächste ein AD Carry. Ja, gut, ich kann nichts dagegen tun, dass ich mal autofilled werde, weißt du? Dagegen können wir leider nichts machen. Das gehört mit dazu. Sind hier, die nehmen meine Topseite, das heißt, wir sollten die Botseite nehmen von ihm. Oder halt oben fighten, I guess. Also dieses Movement von dem ist komplett cracked, ey. Warum wastet der sein Potenzial auf Support, wenn der so Movement spielen kann? Sehr gut. Ist auch wieder tot. Dann können wir für Herald gehen als nächstes. Jetzt machen wir Herald. Und dann sollten wir den nächsten Drake anspielen, wenn es geht. Wir machen jetzt, also das ist kurz, um das Smite abzugraden. Jetzt machen wir das und dann gehen wir Sterax als nächstes Item, würde ich sagen, oder? Wir können vielleicht direkt Mitte öffnen damit. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich in den Amumu reinlaufe, ob der mir einfach one-hitten kann. Es wirkt, in meinen Augen wirkt es so, als wäre der gegnerische Yasuo ein bisschen älter. Und das ist sehr, sehr gut für uns. Yasuo-Spieler sind mit die größten Inter im ganzen Game. Das heißt, wenn der ein bisschen mental jetzt schon ist, hat vielleicht einen schlechten Tag an der Schule gehabt oder so. Und dann ist er jetzt gebrochen, wurde vielleicht 1-2 Mal gegankt, ne? Dann haben wir hier wirklich eine gute Chance, das Game nach Hause zu bringen. War gestern Final Fantasy 14 nochmal. Ich finde das Spiel sehr cool, ehrlicherweise. Ich mag das sehr gerne. Ich finde das sehr entschleunigend. Nach einem langen League-Tag, es ist solche Spiele, genau wie Elden Ring, die sind einfach so angenehm zum Runterkommen nach einem langen League-Stream. Diese Auto-Attack-Animation macht mich so sauer. Ja, ich finde, der Skin ist echt nicht so geil gemacht. Mag ich auch nicht so gern. Nice. Also diese Riven ist wirklich die schlechteste Riven, von der ich jemals gehört habe. Also wie oft die einfach mit ihrem Pool in irgendeine Richtung hüpft. Alles war mal weg. Ich wurde da gekratzt. Ich habe leider nicht. Ich habe den Pool resolven lassen. Was ihr da machen müsst praktisch ist, dass ihr den Pool nicht resolven lässt. Sondern dass ihr den cancelt in der Luft mit eurem W, weil dann kann er euch nicht punchen. Ne? Das war bad von mir. Der hat wieder Ulf. Glück ist ja komplett useless. Ein AP-Momo gekriegt hat. Der Viper Cage ist so big für uns, genau was ich gesagt habe, ne? Am Anfang. Ich finde, du kaufst ein bisschen selten Pink Wards. Ich bin immer mit der Devise im Leben rangegangen, dass Pink Wards keinen Damage machen. Das wäre ein Amumu-Item-Bild. Ich meine, ich mache das auch gerne, dass ich AP-Amumu spiele, aber man muss halt schon ehrlich sein, das ist halt komplett Troll, AP-Amumu. Das ist so Troll. Ich meine, der hat ja sogar ein gutes Game gespielt, aber das ist halt einfach giga-useless. So. Das Problem ist halt, AP-Amumu macht nur initial ein bisschen mehr Schaden. Aber Tank-Amumu macht tatsächlich mehr Damage. Also nach den ersten 2-3 Sekündchen ist ja... Jungle ist so ein Freifahrtschein für Elo, wenn die Rolle nicht so langweilig wäre, ne? Das ist der absolute Elo-Freifahrtschein, diese Rolle. AP-Amumu macht mehr Schaden. Nee, AP-Amumu macht praktisch in... Wenn er initial reingeht, macht er kurz mehr Impact-Schaden mit seinem Q plus Ult halt. Aber danach steht er halt da und hat nichts mehr. Während Tank-Amumu macht tatsächlich die ganze Zeit relativ viel Schaden. Das ist halt also nicht so der beste Austausch immer.
Wenn den Kuda nicht connectet, ist natürlich nicht so optimal. Aber die Gegner sind. Ich glaube, die haben einfach aufgegeben. Solo sind zwei. Der Blitzjünger ist ja richtig gut, ehrlich. Der gibt sich so Mühe, der Blitzjünger. Aber das Game ist einfach. Er hat halt auch Blitzcrank. Ich kaufe jetzt Control Board zurück. Seid ihr jetzt glücklich? Ah? Da bist du. Schau mal, jetzt stelle ich einen Control Ward. Ja, das ist wahr, ne? Ich stelle sogar einen Control Ward. Der kann einem so leid von dieser Blitz. Der spielt so ein gutes Game. Er hat einfach kein Team. Das ist immer so frustrierend, finde ich, wenn du so Hook-Champions spielst. So Blitzcrank, Nautilus, Pike und Fresh. Und du machst halt einen guten Hook. Aber, also, du hast da keinen Schaden. Und dann stehst du da und denkst dir, yo, das war ein geiler Hook. Oh, Riffin! Fuck off! Ich wollte Pop-Off sagen und es hat nicht so ganz geklappt. GG. Mein Mates telling me no. Hey, Leute, okay? Ich wusste, die Riven hat so ein geiles Play gemacht da. Ich musste committen. Ihr könnt doch, wenn die da mit dem Flash Engage reingeht, da könnt ihr doch niemals Nein sagen. Ist das statistisch gesehen als Support schwieriger zu climben als andere Rollen? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass Support aktuell unbedingt schwach ist, gerade in hoher Elo. Aber natürlich ist dein Impact kommt halt anders zustande. Du musst dir vorstellen, du bist halt, also als Support bist du... Wie ein Kindergärtner. Das heißt, du hast da diese kleinen, unfähigen Rabauken, die nicht selbstständig laufen können und auf die Toilette gehen können. Du kannst sie aber supporten, sodass sie eine effiziente Armee werden für dich. Das heißt, du kannst nicht selber den Krieg führen, aber du kannst sie hegen und pflegen und auf den Weg schicken, sodass sie die gegnerische Armee zerstören. Talking way too loud, and if you don't like the sound, you could just tune it out. Who you rooting for? They say whatever team that'll win. I say cool, 'cause it's gonna be whichever one I'm in.